über das Thema, wie kann man seine Freizeit aktiv verbringen, sprechen. Ich möchte gerne meine persönlichen Erfahrungen sprechen und kurz darstellen, wie die Situation in meinem Heimatland ist. Danach möchte ich die Vor- und Nachteile nennen und meine Meinung zum Thema sagen. Ich persönlich mache meine Hobbys in Freizeit. Zum Beispiel ich treibe Sport mit meinen Freunden. In meiner Heimatland verbringen viele Leute Freunden oder Sport treiben in ihrer Freizeit. Zum Beispiel gehen sie mit ihrer Familie im Park spazieren. Der Vorteil ist, dass macht unsere Körper gesund, weil wir aktiv sind. Und der Nachteil ist, verschwenden wir unsere Zeit, wenn wir unsere Freizeit mit unnötigen Aktivitäten verbringen. Zum Schluss sollen wir mindestens 3-mal pro Woche unsere Freizeit aktiv verbringen. Danke. I mean, when you listen to your friend Notizen machen, ja? When you just listen, because you will need to ask a question. Heute möchte ich über das Thema, welchen Einfluss hat ein Chef auf die Chef auf die Motivation der Mitarbeiter. This question dann meine persönliche Erfahrungen sagen, Einflüsse in meinem Heimatland und Vor- und Nachteile nennen und danach meine Meinung stellen. It's week number 5. You didn't memorize the phrases. Meine persönliche Erfahrungen habe ich in einem Restaurant Teilzeit machen als Kellner und ich musste die Bestellung aufnehmen und dann die Chefs in meinem Heimatland gibt es manche Chef streng sein und manche Chef sind freundlich. Die Vorteile von einem freundlichen Chef wenn die Chef freundlich ist, die Mitarbeiter werden eine gute Atmosphäre haben. Und dann die Nachteile von die Nachteile ist
die Mitarbeiter werden keine Grenze mit dem Chef haben. Zum Schluss, man sollte Privat- und Berufsleben trennen. Das ist alles. Danke für. Vorteile, Nachteile nehmen, Meinung zu diesem Thema sagen oder äußern. No phrases. Ich denke, dass mein Chef sehr nett ist, weil er mir viele Motivation. Wie bitte? Was sagst du? Ich denke, meine sehr nett ist, weil Weil er mir Motivation gibt. What happens is in the past or you're still walking. Guys, differentiate these one and four past tense, present tense. Present happening now. Are you working now? Did it happen in the past? So use guys either perfect or pretended or what is easier for you, but think you can't talk in present tense. And one net zu mir und so. Deine Präsentation war sehr interessant, aber ich habe eine Frage. Was machst du hier in deinem Freizeit? Ich mache meine Hobbys, zum Beispiel Sport treiben mit meinen Freunden oder. But you can say, I don't have so much time, I'm studying now, or I have less time. Why? You can say this. Ja, ich habe wenig Zeit, ich studiere jetzt viel, ich habe einen Intensivkurs, ich habe wenig Zeit für den Sport. Simple sentences, but do not speak. Yeah? Don't repeat the same what you already said in the presentation. What about the chef, you can ask it, to the topic. Which question you could ask? Question to everyone. What has you on the chef?
Any other question what we can ask? General. Allgemeine general question for this topic. So here you need to say how the chef can motivate the Italian. Yeah? How? So how, right? When he's professional, yeah? The time flies to his example. Schwer, hard working, yeah? That is Arbeitsam. Here, all the everything expected from you, yeah? Hard working, Arbeitsam.
egal, für wo